Leute, ich würde gerne ein Video drehen. Könnt ihr mir mal erklären, wo ich mich hinsetzen soll? Hallo. Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich jetzt einfach mal zwischen die zwei gequetscht. Es geht wieder zum Friseur. Endlich. Ich war ewig nicht mehr beim Friseur. Das letzte Mal beim Friseur habe ich mir ja so lila Haare machen lassen und habe mir dann irgendwann mal zu Hause mit so einer Washout-Farbe nochmal lila drüber gemacht. Und das ist eben das, wie es jetzt aussieht. Meine Haare sind jetzt komplett nicht gestylt, also wundert euch nicht. Hier oben ist meine Naturhaarfarbe, dann wird so ein bisschen merkwürdig. Und dann ist einfach nur noch das rausgewaschen. Also hier unten ist halt noch die Blondierung drin von vor. Warum flackerst du? Von vor über einem Jahr. Und das ist halt der Rest dann einfach noch so bläulich, lila. Je nachdem, in was für einem Licht ich bin, ist es mal blau, mal lila, mal eine Mischung. Ja, okay, ich glaube, das Ding braucht neue Batterien. Wie auch immer, es wird auf jeden Fall Zeit, um wieder zum Friseur zu gehen und meine Haare ein bisschen zu verändern. Ich habe immer noch super Bock auf das Lila, ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, ich komme da gerade erstmal nicht von weg. Ich habe super Bock, so einen Verlauf zu machen, oben dunkel lila und dann so pink-rosa. Habe ich mega Bock drauf. Ich schaue gleich mal, was meine Friseurin mit mir vorhat. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt Stand der Dinge. So sieht es aus. Und ich würde sagen, dann verschwinde ich jetzt mal, werde zum Friseur gehen. Und dann seht ihr gleich meine fertige Haarpracht. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Jo, und jetzt kannst du mal Hallo sagen. Hallo, ich bin der Style. Oh, mit die gewölbten. Oder du kannst auch mal Hallo sagen. Hallo, Hilti. Hallo, Hilti. Dann nicht. Das sind meine fertigen Haare. Es ist ein bisschen anders geworden als mein Plan, wobei ich eigentlich immer ohne wirklichen Plan dahin gehe. Also ich gehe dahin und sage, ich brauche neue Haare.
bitte mach irgendwas. Und meine Friseurin sagt dann, okay, setz dich. Und dann sagt sie, ja, das und das kommt auf ihren Kopf und das muss gemacht werden und dies und jenes und das sind die Spitzen. Und ich sitze dann nur so, okay, kann ich das sehen? Nein. Okay. Ja, und das ist jetzt das Endergebnis und ich finde es voll cool. Sie weiß, dass ich immer noch auf diesem lila Trip bin. Ich glaube, es nervt sie schon ein bisschen, weil ich immer komme mit, ach, lila, lila, lila. Und ich mittlerweile ja schon echt oft lila hatte. Aber ich finde es immer noch so schön und das ist es jetzt geworden. Es ist oben fast schwarz, es ist aber ganz dunkles Violett, aber es sieht wirklich schwarz aus. Aber ich finde das cool, das ist auch mal was anderes. So dunkel hatte ich oben noch nie. Und ja, unten in den Spitzen, in den Längen ist es lila, violett. In manchem Licht ist es bläulich. Finde ich aber ganz cool. Aber ja, jetzt sieht es auch gerade bläulich aus, aber eigentlich ist es so ein Violett. Ja, mega cool auf jeden Fall. Das ist das jetzt, was gemacht wurde. Es wurde noch ein bisschen geschnitten. Dann hat sie mir ein bisschen Locken reingemacht und jetzt muss ich wieder die ganze Zeit in meinen Haaren rumwuscheln und ich finde es voll cool. Ich bin echt zufrieden damit. Das hat sie wieder mal super, super schön gemacht. Sehr, sehr cool. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für eine aktuelle Haarfarbe habt oder was ihr gerne für eine Haarfarbe hättet oder beides. Und gerne, wie ihr das findet. Das ist ja immer sehr unterschiedlich, aber ich bin sehr zufrieden damit. Ich mag eigentlich alles, was sie mir bisher gezaubert hat. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch an mir gut vorstellen könntet. So, hey Vanessa, probier es doch mal mit Grünhaaren oder sowas. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und ja, ich muss die ganze Zeit versuchen, in die Linse zu gucken und nicht in den Viewfinder, weil neuer Harald, ihr kennt das wahrscheinlich. Ja, mega cool, ich freue mich voll. Und ich dachte mir heute mal, ich mache eine kleine Verlosung. Warum nicht? Und ich habe mir jetzt mal ein paar Produkte rausgesucht, die zu dem Thema Haare passen. Ich zeige es euch mal. Und zwar einmal eine Kur von Isana Professional, die Effektiv Kur Oil Care mit Arganöl und Mandelöl. Dann haben wir noch so ein Produkt für die Haare und zwar das hier von Schwarzkopf Hair Therapy Oil Miracle Light Oil Shampoo. Und dann haben wir etwas für alle die, die mal ein bisschen was ausprobieren wollen. Diese fünf Sachen. Das sind Tönungsshampoos. Nala, was machst du da? So, jetzt hatten wir auch alle drei Katzen mal in dem Video. Und zwar einmal Platinblond, Schokobraun, Aubergine, Granatrot und Kupfer. Richtig cool. Also wenn ihr da ein bisschen experimentierfreudig seid, wäre das Verlosungspaket vielleicht sogar was für euch. Und dann packe ich noch etwas rein, was nicht ganz für die Haare ist, aber irgendwie auch schon. Und zwar eine Sonnenbrille. Das ist diese hier und ich habe nämlich dieselbe. Ich habe die mir nämlich zweimal bestellt. So sieht die aus. Die spiegelt ganz schön. Aber die ist echt cool. So sieht die aus. Und die ist auch für die Haare. Man kann nämlich so damit machen. Und ich finde die sehr cool und dachte mir, die ist vielleicht auch was für euch. Und diese, hallo, diese Verlosung werde ich über YouTube machen. Also wenn ihr das Paket gewinnen wollt, lasst mir einfach einen Kommentar unter diesem Video da. Vielleicht auch mit einer Antwort auf eine Frage, die ich in dem Video gestellt habe. Und dann werde ich irgendwie versuchen, euch über YouTube zu kontaktieren. Ach, das ist echt blöd mit YouTube, ne? Ich werde es so machen, dass ich den Gewinner in ein paar Tagen, dass ich auf den Gewinnerkommentar antworte. Und ihr müsstet mir dann bei YouTube eine Nachricht schicken. Ich blende euch hier mal ein, wie ihr das macht. Da müsst ihr einfach auf meinen Kanal gehen und dann auf Info und dann auf Nachricht senden. Und ja, das Ganze wird in ein paar Tagen passieren. Ich würde sagen am Sonntag. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch über die Verlosung. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Kommentar da. Und falls ihr eventuell neue Zuschauer von mir seid oder alte Videos nicht kennt, würde ich euch empfehlen, euch mal meine Haarstory anzugucken, denn ich hatte schon einige Farben. Ich hatte schon komplett bunt gesträhnte Haare, Meerjungfrauenhaare, graue Haare, pinke Haare, rosa Haare. Ich würde sagen, ich verlinke einfach mal mein letztes Haarveränderungsvideo hierhin. Und wenn ihr die davor nicht kennt, ist hier die Playlist. Da könnt ihr euch einfach mal durchklicken und meine ganzen verschiedenen Haarfarben angucken. Und dann könnt ihr mal gucken, was euch so am besten gefällt. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier oben mir ein Abo dalassen würdet für diesen Kanal. Das ist natürlich kostenlos. Einfach da draufklicken und auf Abonnieren drücken. Und ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Danke fürs Zusehen.